Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf Abubambude TV zu einer weiteren Folge Far Cry Primal. Ich begrüße euch ganz herzlich und ja, wie ihr wisst, in der letzten Folge haben wir ja hier dieses Söldnerdorf, nenne ich es einfach mal, also das Dorf der Udam, etwas auseinandergepflückt hier. Hier liegen noch die Leichen rum und wir müssen jetzt den Köder hier herstellen, um die Leitbestie zu rufen, den weißen Wolf. Und bevor wir noch weiter quatschen, legen wir direkt los und versuchen mal, beziehungsweise schauen mal, wie wir das denn am besten machen. Benutze Fleisch, um Köder herzustellen. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Q. Hier, Köder. Herstellen. Machen wir direkt mal zwei. Folge der Blutspur in die Wolfshöhle. Halte V gedrückt, um deinen Jägerblick einzusetzen. Alles klar. Wo haben wir die denn? Da sind Fußspuren. Was war das gerade? Ah, Pfeil anzünden. Brauchen wir nicht. Oh, hier ist das Blut. Hier sind noch viele Speere drin. Können wir den mitnehmen? Da geht's lang. Wir kommen immer näher. Ein Wildschwein. Bleib bloß da, wo du bist. Na, den Pfeil holen wir uns aber noch, oder? Fleisch, genau. So, Blutspuren. Wo sind jetzt die Blutspuren? Von da sind wir mal gekommen. Ja, das war ja von dem... Von dem Wildschwein, oder? Wir folgen einfach mal diesen Blutspuren hier. Hier ist ein riesen Blutfleck und hier sollte es eigentlich weitergehen. Genau da. Oh, irgendwas Böses ist hinter uns her. Ist das ein böses Wildschwein oder ein liebes Wildschwein? Du bist ein böses Wildschwein. Wölfe sind nah. Okay. Also müssen wir hier leise sein. Da, Bestien ködern und zähmen. Stelle Köder im Waffenrad her. Halte Q gedrückt, um die markierten Köder Infos zu erhalten. Okay, haben wir gemacht. Würfe Köder mit der Maus. Ja, ich schicke mit der mittleren Maustaste aus, um Bestien anzulocken. Nähere dich dem Tier langsam, während es frisst. Und halte E gedrückt, um die Bestie zu zähmen. Drücke B, um deine gezähmten Bestien anzusehen. Also mit E müssen wir zähmen. Und mit der Taste B können wir sie auswählen. Okay, versuchen es einfach mal. Also. Weiße Wolf. Langsam annähern. Ja. Mach das. Zum besten Menü hinzugefügt. Hey. Bestienkontrolle. Du kannst deine Bestien auf ein Ziel hetzen oder zu einem bestimmten Ort gehen lassen. Zu einem bestimmten Ort gehen lassen. Ziele mit der rechten Maustaste und drück G, um einen Befehl zu erteilen. Wenn deine Bestie verwundet wird, geh an sie heran und halte E gedrückt, um sie mit Fleisch zu heilen. Wenn deine Bestie stirbt, kannst du sie im Bestienmenü wiederbeleben oder eine weitere Bestie zähmen. Okay, okay. Also rechte Maustaste G und E heilen. Alles klar. Streicheln. Ja, braver Hund. Fein. Wenn du mit C in die Hocke gehst, lässt sich auch deine Bestie schwerer entdecken. Echt? Töte die Ubel in der Nähe. Halte gedrückt, um... halte rechte Maustaste und drück G, um eine Bestie auf ein neues Ziel zu hetzen. Okay. Kommst du mit? Sehr gut. Wo sind die? Und jetzt? Water, water!
Das war einfach. Bestienmenü. Drücke B, um das Bestienmenü zu öffnen und alle zähmbaren Tiere anzusehen. In diesem Menü kannst du Tiere zu dir rufen oder deinen derzeitigen Begleiter wegschicken. Einige Bestienmeisterfähigkeiten erlauben es dir, neue Bestien zu zähmen. Gut, haben wir kapiert. Und so einfach. Befiehl dem weißen Wolf, die Udum zu töten. Haben wir doch gemacht. Bestienmeister abgeschlossen. Wow. Easy going. Neue Dorfbewohner. B. Bestienmenü. Das sind die ganzen Tiere, die man zähnen können. Stärke, Tempo, Schleichen. Also ist das nicht so gut. Ah, der hier ist... Oh. Der ist ziemlich stark. Blutfang, Säbelzahntiger. Okay. Hoppala. Schnellreise. Wenn du ein Leuchtfeuer oder einen feindlichen Außenposten eroberst, schaltest du ein neues Schnellreiseziel frei, mit dem du schneller durch Oros reisen kannst. Du kannst außerdem in dein Dorf schnell reisen, um Hütten zu errichten oder zu verbessern. Die Schnellreise im Überlebensmodus kostet Fleisch und verringert deine Ausdauer. Drücke M und wähle das Kartenmenü zum Schnellreisen. Nutze die Maustaste zum Markieren eines Leuchtfeuers, Außenposten oder eines Dorfes und wähle die Schnellreise. Auch kapiert. Tensei hat sich einem Dorf angeschlossen. Schmeckt es dir? Ja, anscheinend. K, neue Fähigkeiten. Oh, da haben wir da was. Unsere Bestie kann das machen. Jetzt zähmbar. Rothunde, seltene Rothunde, Wölfe, Weißwölfe und seltene Streifenwölfe. Setze Köder ein, um zu zähmen. Rufe deine Eule mit einer Kundschaft die Umgebung aus, um Gegner zu markieren. Halte Vogel, um deinen Jägerblick mit deiner Eule einzusetzen. Andere reguläre Fähigkeiten gelten auch für deine Eule. Ach, die haben wir doch schon gelernt. Ah, wir können eigentlich nur das oder das machen. Pflanzen oder... Ja, komm mal pflanzen. Pflanzenkunde. Das ist schon gut. Ihm schmeckt's noch? So, Digga, jetzt müssen wir weitergehen. Drück mir auf der Karte M. Was müssen wir tun? Wir müssen in unser Dorf zurück. Dein Dorf. Schnellreise. Ja, da sind wir auch schon. Mein Hund auch da? Nein. Aber wir haben ja neue Dorfbewohner. Grüßt euch. Da und da. Dann gehen wir erstmal zu dem hier. Der trommelt sich einen vor sich hin, der Typ. Was ist mit dem denn los? Kann man irgendwas mitnehmen? Südsteinstaub. Oh, das braucht man zum Craften. Das habe ich gesehen eben. Smarkatakata. Kannst du mit mir reden? Ja. Machi winja guamarsch, haguapati pacharsch. Aish kauha damshamas. Ulashwa shwaida. Winja cha tichaya. Erbaue dein Dorf. Dein Dorf ist ein Zufluchtsort für Venya. Verbessere Hütten, um Fähigkeiten, Waffen und mehr freizuschalten. Oh, das klingt interessant. Suche Hüttenrohstoffe überall in Oros. Drücke H und durchstöbere die Dorf- und Taschenmenüs für weitere Informationen. Wenn du genügend Rohstoffe gesammelt hast, kehre in das Dorf zurück und suche nach Hütten, die sich verbessern lassen. Also das soll dann so aussehen hier auf dem Stein. Mit H können wir das... Alles klar. Wir haben ja... Belohnung für Upgrade. Oh, die kann schon... Nein, da fehlt uns Hochschaut. Venya Stammbevölkerung. 10 Stammesangehörige. Da fehlt uns Hirschhaut. Hirschhaut. Die gehen wir als nächstes holen. Okay, da haben wir schon mal ein Ziel, das wir machen. Und was hat der zu sagen? Also müssen wir uns merken, Hirschhaut sammeln. Wo ist denn der Typ? Komm. Der Schamane. Oh, der kann auch ein Haus bauen. Hey, grüß dich, Schamane. Schrasch, schrasch. Bau Schaugas, Winja Jesu Dijam, Ma Samquai Dausa. Damquai Dausa. Daiwa Damshi, Hakrapi Shayu Quayaka. Okay. Ja, nice, das können wir schon bauen, aber sicher doch. Da kriegt er seine Hütte.
Guck mal, der ist so happy. Er ist so happy. Unsere erste Hütte. Tensais Hütte verbessert. Belohnung. Mission für Tensai den Schamanen. Schamanenfähigkeiten. 1500 XP. Akzeptieren. Sauber. Hey, Digga. Bist du zufrieden? Okay, das können wir noch nicht upgraden. Das dauert noch ein bisschen. Klar, Fähigkeiten. Oh, da sind neue Fähigkeiten hinzugekommen. Jetzt Zamba. Leoparden, Jaguar, eine seltene schwarze Jaguar, eine Höhlenlöwen und seltene schwarze Löwen. Setze Köder im Zamba. Man kann deine Eule Sturzflugangriffe ausführen. Tötet die meisten gewünschten Gegner. Kann eingesperrte Tiere befreien. 80 Sekunden Ausruhzeit. Ne, wir töten die selber. Wir nehmen lieber die zähmbaren Tiere hier. Klar. Perfekt. Und du hast jetzt eine Mission für mich, oder was? Sagst du? Guarpeti. La qualtusi dahata. Salwa, winja di balti daista. Hab ich doch. Smarkaka. Smarkaka. Ah, können wir nicht rufen. Oh. Ich drück halt immer Escape, weil gewohnheitsbedingt. Und du? Hiraki scrappi nachai. Mana shayu. Gut. Haben verstanden. Alles klar. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal das holen, was die Frau braucht. Warte doch mal. Hirschhaut, also braucht man Hirsche. Wo sind denn die? Hirsche. Muss ein bisschen näher ranscrollen. Dann sieht man die auch. Da. Da müssen wir hin. Das ist ein weiter Weg, oder? Ist das auch ein Hirsch? Perfekt, dann können wir bis hier schnell reisen. Und nö, wir gehen einfach bis da vorne. Easy going. Ist ja nicht weit. Die 200 Fuß, ne? Die laufen mal schnell. Und hol mal zwei Hirschhäute zur Herstellung der Hütte. Wo ist unser Hund? So. Nein, nicht. Da komm da. Wenn wir schon so ein Bestie haben, dann würde ich noch mitnehmen. Ah, hier ist irgendwas. Wir brauchen einen Hirsch. Die müssten hier rumlaufen. Sind das Hirsche? Da ist er. Das sieht mir erst wie eine Ziege. Oder? Komm voll um. Hör damit. Mist, das war eine Ziege. Wir brauchen aber einen Hirsch. Wo kriegen wir denn den Hirsch her? Die müssten hier irgendwo sein. Und irgendwas Böses ist hier vorne. Da hinten müssen doch Hirsche sein, aber wir müssen leise sein. Irgendwas verscheucht die. Wir müssen leise sein. Wir müssen also welche finden. Da. Sie rennen weg. Hey, verscheucht doch nicht die Hirsche. Was hat Vieh? Mensch. Ist ja eine schwere Geburt hier. Ach, schaut. Haben wir doch. Rothund holten. Da kommen noch mehr. Wir brauchen Hirsche. Wo sind die hier?
die immer noch weggelaufen? Ich kann diese Beste zähmen. Wo ist sie denn? Machen wir doch direkt. Aber welche ist es denn? Kann man das nicht sehen? Oh. Na egal. Mach du mal. Ich brauche einen Hirsch. Noch einen. Hier ist Rohstoff. Wildschweinhaut. Aber ich brauche meinen Hirsch. Komm. Du kannst mich gut beschützen. Na Mensch, Leute, hier muss doch... Das war eine Ziege, oder? Ja, sieht mir stark wie eine Ziege aus. Gucken wir mal auf der Karte, wir sind wahrscheinlich ein ganzes Stück weit weggelaufen. Oh, jetzt sind die Hirsche weg. Das ist natürlich blöd. Dann müssen wir... ein bisschen weiter... Wir brauchen noch welche. Na gut, müssen wir jetzt ein bisschen jagen gehen. Letzter Fall. Doch, schaut, da haben wir doch alles. Perfekt. Alles. Ja, ja, ist ja gut. So. Ins Lager zurück. Let's go. Was haben wir hier? Ach, Belohnung. Können wir alles mitnehmen. Alles mitnehmen wir wollen. Hätten wir wahrscheinlich gar nicht sammeln müssen, oder? Egal. Heiß. Hier, liebe Celaya, oder wie du heißt. Deine Hütte. Verbessern. Achievement unlocked. Home Improvement. Er hat Spaß an der Bude. Oh, sie auch. Celas Hütte verbessert. Belohnung. Mission für Celia, die Sammlerin. Sammlerfähigkeiten. Farntarnung. Feuerfest und Nahrungsmittel für Geschwindigkeitsbooster. Du findest jeden Tag kostenlosen Gegenstände in deinem Belohnungslager. Danke. So. Und nun? Bist du zufrieden, Madame? Wo bist denn du? Du hängst da hinten. Ah, wir haben neue Fähigkeiten. Oh, hier ist was Neues freigeschaltet worden. Holzstücke statt anderer Dorfrische werden auf deiner Minikarte angezeigt. Finde beim Sammeln mehr Holz, Stein, Schilf, Ton und Steinstaub. Ah, das war die Eule. Ich würde sagen... markieren ist besser. Markieren ist besser. Rede mit Celia. Da ist sie doch. Was hat sie für uns? Sie ist happy. Oi, sie ist happy. Nu, aqui está.
Ni Janhas Hawasham. Chaja Marwa Udam Waidam. Sie schau sie nach. Sehr makaber. Warja. Die. Danke. Udam Shayar Guama Dwayam. Die ist voll irre. Aber gut. Der nächste Tag. Venjadorf. Sieht sehr cool aus. Die technischen Rohstoffe sind ja wieder verfügbar oder sowas stand da, so schnell konnte ich nicht lesen. Aber das war es auch schon für heute. Wir sind jetzt der Bestienmeister vom Venjadorf, haben einen schönen weißen Wolf gefangen und wissen auch jetzt, wie man andere Tiere zähmt. Ich denke, wir haben heute so einiges gemacht, haben das Dorf hier schon ein bisschen erweitert, indem wir zwei Hütten gebaut haben. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ich hoffe ihr auch. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt wie immer, kommentieren, abonnieren, liken etc. Kritik ist auch gerne gesehen. Ab in die Kommentare damit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Euer Icy. Ciao, ciao. Ciao, ciao.